Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 76. Wir sind immer noch in den dunklen Katakomben. Mit dem blöden Zuchtmeister und die Vieren. Gehen wir runter, ich meine, da war auch irgendwas Tolles, Schönes. Zumindest einer alleine, der nicht viert. Die Sklavendinger vier nicht. Und natürlich ein Ton. Das musste nochmal gesagt werden. Jetzt erstmal den. Nachholen wir uns nachher. Och, nicht gesehen. Okay. 50 müssten wir schaffen. Wir sind ja auf 50. Okay, wenn die sterben, vieren die quasi. So als letzte Verzweiflungstat. Und Questlöffel, okay. Das ist der Kloschlüssel. Schuppen. Was tust du? Ja, so Dreck wollte ich jetzt noch nicht angreifen, wollte erst eigentlich heilen. Aber gut. Du meinst, das ist so gut. Okay, hast ja recht. Dann ist nichts so. Sag ich ja. Das ist leider schade, sage ich. Es könnten ja ruhig ein paar tolle Sachen rum sein. Ich denke mal, das ist eine Rolle zum Waffen. Oh nein. Ich wollte mir mal gerade was ausprobieren. Ja. Was kann ich denn machen? Schlüssel zur Freiheit. Bla. Der Schlüssel gut ist. Ich glaube, das gehört. Zuchtmeister, ne? Das geht ja schon fast gar nicht mehr. Das ist schon kräftig mit denen. Schon 14 Silber eingenommen. Oh. Man muss ein bisschen meckern. Platte Leder. Vielleicht haben wir ja einen Rüssel, ein Z. Ja, die Butze sieht nicht schlecht aus, aber eher sinnlos für uns, leider. Statt der die Treppe runterkommt. Nein, der läuft hier durch die Wand. Erinnert mich immer hier ein bisschen an Indiana Jones. Ich
Ich gucke aber trotzdem mal im Alter. Es hat gerüst. Okay. Muss man auch immer aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch schon den Harrison Jones gibt oder ob der erst mit Hotel kam oder erst sogar mit Cutter kam. Wisst ihr es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ist eine echt gute Frage, finde ich. Meine Taschen sind voll. Ist ein Toastbrot. Ist auch ein Toastbrot? Nein, du magst natürlich kein Toastbrot. Tja, verwöhntes Tier. Ich habe gar nicht getestet, ob man die Spinnen kirschen kann, aber ich glaube, man konnte eh keine Spinnen kirschen, von daher. Das ist nicht viel Sinn. Dann doch Toastbrot auch. Was jetzt davon? Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzugehen, ob der mich dann auch noch gefiert bekommt. Irgendwo ist die Reichweite zu Ende. Trotzdem mal mitnehmen. Ja, wenn wir irgendwo Platz finden. Na, schon mal ein bisschen. Ja, danke schön. Okay, Sklavenhändler ist jetzt nicht so tragisch. Ah ja, ich habe auch gerade sehe, ich hatte uns neue Waffen gekauft. Weil die hatten etwas mehr Power als unsere Zweihandaxt. So viele Sklaven, die Armen. Was noch? Ziemlich weit weg, ne? Aber passt perfekt. So wie das also. Und diese Dunkeleisenrückmitte, die kann man glaube ich abgeben. Gegen Ruf, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ich meine entweder in der Instanz oder oben, wo wir eben die Quests angenommen haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Beziehungsweise in der letzten Folge, wo wir die angenommen haben. Da bin ich gerade etwas überfragt. Und dann mit Cutter wurden die ja quasi, naja, rausgepatcht, nicht unbedingt, aber in graue Gegenstände umgewandelt. Ich weiß gar nicht, ob die noch droppen. Ich glaube nicht mehr. Aber die bringen, falls sie noch droppen sollten, die bringen nichts mehr. Das ist einfach nur noch grauer Gegenstand. Finde ich leider etwas schade.
man da auch keinen Ruf mehr bekommt dann. Genau wie die Knochenfragmente. In Festländern. Auch keinen Ruf mehr. Und da gab es noch komische Abzeichen und so. Man kann sagen, wo läuft der denn hin, aber wurde ja geführt. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Ich finde es erstaunlich, wie die hier die Ecken eingehauen haben. Die arbeiten schon so viele Jahre hier und sind noch nie weitergekommen. Können wir direkt mal gucken. Müssten ja auch irgendwo diese Dinos rumlaufen. Tja, irgendwo. Die vielleicht auch killen müssen. So, sollen wir denn direkt irgendwo hin, dass es anders läuft zum Eingreifen? Der will erst über mich hauen, die Schweinebacke. Unglaublich. Was eine Schweinebacke. Und tschüss. Ich kann durch meinen Eisblock schießen. Aber gefühlsmäßig hat der gerade länger gehalten als der andere. Kann auch nur gefühlsmäßig gewesen sein. Beide Schmiede, Schulenschmiedeform. Ich glaube, die ist draußen wieder jetzt. Oben in der Schmiede. Quasi über uns. Da habe ich aber ein bisschen erschrocken. Wir müssen noch ein Dorf mit 20 müssen, beziehungsweise 14, dann mit dem 15 noch kühlen. Oh, das ist gut. Tja, schmeiß mal das weg. Hauen wir uns mal auf unseren Tiger. Warten wir, bis die vorbeigegangen sind. Kein Bock auf Stress. Da müsste irgendwo, ich oder droppt das eine. Kommen das sammeln, das weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Und das könnten wir weg. Müssen wir nachher hoch was anzünden?
Schmiedeform? Schmiedeform, ja. Nehmen wir ein, zwei Quests ab und gehen und dann mal ein bisschen verkaufen. Leider, leider, leider gibt es hier keinen Briefkasten. Gehen wir weit nachher ab. Ich glaube, das müssen wir nachher dann untersuchen. Ne? Irgendwie so. War das damals? Wenn ich das so alles noch richtig im Kopf habe, das ist schon so lange her. Dann müsst ihr bedenken, dass ja quasi mit Cutter ist auch schon jetzt eine Ecke her. Sicher die ganze Welt hier unten verändert hat. Und wer erst zu Cutter oder so angefangen hat oder Ende WOTLK, war das ja auch schon. Weil da war also die Welt im Umbruch, sag ich mal. Da wurde ja alles anders hier. Uiuiuiuiuiui. Oh, das ist gut. Plätzchen frei. Den können wir erst verkaufen. Ist cool, wenn man die abgeben könnte und die dann doch nicht abgibt. Dann muss auch ein bisschen Erfahrung geschieht. Aber geht leider nicht. Leider, leider. So. Hier. Das kriegen wir jetzt gleich weg. So. Schicke neue Brust. Bleibt sauber. Haha. 'm Blau zu grün, zu grün, zu blau. Lust auf ein Glas? Fort mit euch. Was geht euch durch den Kopf? Ah, hier kann man Sachen abgeben. Verruf. Und die kriegt man von den komischen Dinos, die da unten rumkreuschen und fleuchen. Will ich nicht. Was Tolles? Ja, ein Level up gibt's da. Das ist immer gut. Aber leider halt, wie gesagt, kein Briefkasten. Mal verkloppen. Was haben wir denn noch bekommen? Noch irgendwas bekommen? Oder war das? Nee, das war das nicht. Oh man, wahrscheinlich habt ihr es schon gefunden. Gehen wir so. Das nicht. Was ist doch das war es. Okay. Anhänger gebunden. Nee, das war's. Können wir mal gucken für reparieren. Und für was zu essen und trinken. Brauchen die Suppenschale da? Da war sie. Zu essen für Stufe 45. Die gute Wachtel. Ich glaube, die Wachtel kann nämlich auch unser Freund essen. Probieren wir das doch mal. Holen wir erstmal unseren Freund. Schwupp. Ja, kann er. Können wir nämlich noch für den Aufwärtsschuss kaufen.
Zack, weg damit. Kuchen ist mal erstmal okay. Und dann noch eins mit. Perfekto. So. Also, ich bin. Geht nicht. Geht von hier nicht. Naja, gut. Wir sagen, machen wir dann beim nächsten Mal, beziehungsweise in der nächsten Folge weiter. Jetzt hier mit neuer Brust. Haben wir überhaupt ein Hemd an? Nö, ich glaube nicht, ne? Nein. Doch, haben wir wohl. Sieht auch ohne Hemd aus? Nö, sieht man keinen Unterschied. Nur ein bisschen. Nein, lassen wir das so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt WoW. Und ich habe schon wieder die Folge einfach ausgemacht.